So, hallo zusammen, heute steht Sport auf der Tagesordnung. Es gibt einmal im Jahr den Bundestagslauf im Berliner Tiergarten. Und da habe auch ich das Sporttrikot rübergezogen. Es ist für eine gute Sache, nämlich für den Kampf gegen Osteoporose. Und wir haben auch einige prominente Teilnehmer, zum Beispiel Axel Schulz, der mitläuft. Und da will ich natürlich nicht fehlen. Jetzt geht es gleich los und dann werden wir mal sehen, wie es heute läuft. Wetter ist stabil, es hat lange geregnet, aber gerade rechtzeitig aufgehört, sodass es auch ein wirklich schöner Lauftag werden kann. Wir starten natürlich einigermaßen pünktlich. Morgen haben wir die Spitzensportler in den Tag genutzt, um ihre Erfahrungen einzubringen. Wir stehen auf große Niederländer und Christian Bollreuther, die mehrmals hier ihre Erfahrung für Laufkämpfe in Osteoporose hier. Es war doch ein hartes Stück Arbeit, es hat wieder angefangen zu regnen, sogar recht heftig. Und wie das immer so ist in den Läufen, man fängt doch ein bisschen schnell an. Aber ankommen ist eigentlich alles und war fast zeitgleich mit unserem Bundespräsidenten. Also es war ein ganz schönes Ergebnis. Und jetzt geht es erstmal unter die Dusche.